Geradezu majestätisch liegt die Lindauer Insel im wärmenden Glanz der Frühlingssonne. So sieht es das menschliche Auge. Die Wärmebildkamera an Bord des Forschungsflugzeuges, mit dem Vermessungsspezialist Frank Steinbacher den Uferbereich des Bodensees abscannt, zeichnet ein nüchterneres Bild. Allmählich sehen wir die Uferverläufe. Hier die Hafenmauer am Bodenseehafen und die unterschiedliche Farbkodierung gibt uns jetzt eben die unterschiedlichen Temperaturen der Bauwerke und eben auch des Gewässers. Wir können hier eine Temperaturunterschied von 0,1 Kelvin eben auswerten, der dann gerade für ökologische Fragestellungen am Bodensee ausgewertet werden kann, dieser Datensatz. Durch die Daten der Forschungsflüge kann man zum Beispiel herausfinden, wie sich die Uferbebauung auf das Ökosystem des Bodensees auswirkt, wie hier an der Seebühne der Bregenzer Festspiele. Darüber hinaus scannt ein hochauflösender Laser den Uferbereich des Bodensees zentimetergenau ab. Die neuen Daten sind so genau, dass die Taucharchäologen bei der Erforschung der Pfahlbauten auf sie zurückgreifen, zum Beispiel um herauszufinden, inwiefern der Zahn der Zeit den wertvollen Relikten zusetzt. Zusammen mit den Daten, die das Forschungsschiff Kormoran per Fächerecholot von den tieferen Regionen des Bodensees erfasst hat, soll eine dreidimensionale Karte seines Grundes entstehen. Der Bodensee ist 1893 vermessen worden vom Grafen Zeppelin. Der ist 1990 vermessen worden. Und seit den letzten 20, 25 Jahren gab es so enorme technische Fortschritte, dass es sich wirklich lohnt, den Bodensee komplett neu zu vermessen. Durch die Neuvermessung können die Forscher zum Beispiel herausfinden, wie sich das Strömungsverhalten des Bodensees von der neu aufgeschütteten Rheinmündung bis hin zu seinem Ausfluss bei Konstanz verhält. Wichtige Erkenntnisse, zum Beispiel wenn die Wasserschutzpolizei nach vermissten Tauchern sucht oder wenn Schadstoffe in den See gelangen und die Trinkwasserversorgung bedrohen. Doch die Neuvermessung hat auch schon Schätze ans Licht gebracht. Diese Unregelmäßigkeit, diese Struktur am Seeboden, das ist vermutlich ein Wrack. Der Raddampfer Helvetica wurde 1933 vor Lindau versenkt. Bei der Neukartierung des Seegrundes wurde er wiederentdeckt. Es läuft sehr spitz zu, das Schiff. Das sieht fast so aus wie ein Bugspriet bei so einem alten Segelschoner, bei so einem Piratenschiff oder sowas. Doch Schatztaucher brauchen sich keine falschen Hoffnungen zu machen. Dem Missbrauch der ab Mitte kommenden Jahres frei zugänglichen 3D-Karte des Bodensees wird vorgebeugt. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass zum Beispiel sensible Daten, wie zum Beispiel die Lage von Trinkwasserentnahmestellen oder auch Schiffswracks, archäologisch möglicherweise bedeutsame Schiffswracks, dass das alles aus den Datensätzen entfernt wird. Der wahre Reichtum des Bodensees ist ohnehin nicht von dieser Welt. Er liegt im Glanz der Wellen und der ist auf keiner Karte verzeichnet.